Hallo und herzlich willkommen zu Inside AI, heute zum Thema Retrieval Augmented Generation oder kurz RAGT. Ja, das Thema RAG ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu. Ihr werdet wahrscheinlich auch sagen, Tommy, es ist doch jetzt schon im Jahr 2025, da kommst du mir jetzt mit RAG um die Ecke. Das war doch der Hype vom letzten Jahr. Ist doch ein alter Hut. Wir haben jetzt Agentensysteme, Agentic Search und Co. und lange Kontextfenster von 1 Million und teilweise darüber hinaus. Da spielt RAG doch gar keine Rolle mehr. Jein. Also ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und deshalb lohnt es sich dennoch auch heutzutage noch darüber nachzudenken, wie man das Thema Retrieval, das ist nämlich tatsächlich eigentlich der Kernpunkt, um den es hierbei geht, nämlich das Zusammensuchen von relevanten Informationen in Kombination mit generativer KI im Einsatz bringen kann. Und um das zu verstehen, schauen wir uns einfach nochmal ganz kurz an, wie denn der Mechanismus bei einem LLM funktioniert, und zwar das sogenannte Kontextfenster. Das heißt, ein LLM, das hatte ich ja in den vorherigen Folgen auch schon in einigen Teilen erklärt, jedes LLM hat ein fest definiertes Kontextfenster, also eine Maximalanzahl von sozusagen Tokens oder Wörtern, die es verarbeiten kann. Und wenn man etwas mit längeren, mit mehr Tokens verarbeiten will, dann muss man halt einfach irgendwo vorne, hinten, in der Mitte was abschneiden. Und es gibt mittlerweile Modelle, die bis zu 1 Million Tokens verarbeiten können, zum Beispiel Gemini 2.5 Pro von Google. Das Problem dabei ist aber immer noch, dass nur weil ein Modell ein Kontextfenster zum Beispiel von 1 Million Tokens hat, das nicht bedeutet, dass es auch genauso gut mit diesen vielen Tokens umgehen kann, wie mit weniger Tokens. Es bleibt also dabei, je weniger Tokens ich dem Modell mitgebe, umso besser kann die Qualität sein. Und das heißt, es ist entscheidend, was ich dem Modell an Input mitgebe. Wenn wir in Richtung Prompt Engineering denken, das ist dann quasi der User Prompt, der dem Modell mitgegeben wird. Das ist ein essentieller Bestandteil in der Arbeit mit diesen generativen Modellen, die auf LLMs basieren. Wir haben auch immer einen System-Prompt, der jetzt im Fall von ChatGPT oder Anthropic von den KI-Laboren vorgegeben wird. Im Fall von Claude 4 beispielsweise ist der System-Prompt, glaube ich, 60.000 Zeichen lang, also ein sehr, sehr langer System-Prompt. Und man muss also daher nichtsdestotrotz immer noch ein bisschen mit diesem Kontextfenster haushalten. Und jetzt stellt sich die Frage, was habe ich denn für Möglichkeiten, um mein System zu verbessern. Wenn ich beispielsweise aktuelle Informationen haben möchte. Ein Modell wird immer mit einem Datensatz trainiert, und wenn ich jetzt nur dieses blanke Modell betreiben würde, dann kann mir das Modell keine Ereignisse wiedergeben, die noch nicht im Trainingsdatenset enthalten waren, weil das Modell diese einfach schlichtweg nicht kennt, noch nie gesehen hat. Das heißt, wir müssen eine Schnittstelle schaffen, mit der sich das System sozusagen diese Informationen herausziehen kann. Und da kommt nämlich dann das Thema Retrieval Augmented Generation ins Spiel. Denn vereinfacht gesagt heißt es nichts anderes, als dass wir Informationen aus einer beliebigen Quelle entnehmen und in das Kontextfenster unseres LLMs überführen. Und zwar können wir jetzt einmal das ganze Thema hier als externe Information bezeichnen, und im einfachsten Fall packen wir das Ganze dann mit in unser Kontextfenster, im Prinzip mit in unseren eigentlichen User-Prompt. Und natürlich für kleinere Textquellen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein PDF haben, was nicht allzu lang ist, wo hauptsächlich Textinhalt drin ist, reicht es schon mit Copy-Paste, können wir da reinpacken oder wie bei ChatGPT einfach das PDF hochladen und das Modell kann einfach den gesamten Text mit verarbeiten. Wenn wir uns das aber anschauen in der Realität, zum Beispiel auch in Unternehmen, da haben wir ja Unmengen von Daten, Unmengen von textuellen Daten und anderen Daten, Unmengen von Informationen. Und wenn ich jetzt eine Antwort auf eine sehr spezifische Frage bekommen möchte, im Unternehmenskontext beispielsweise, dann kann ich ja nicht einfach alle Daten, die wir haben, nehmen und in das Kontextfenster reinladen. Das funktioniert einfach nicht, weil es schlichtweg zu viele Daten sind. Und es würde, selbst wenn es passen würde, die Qualität nicht unbedingt notwendigerweise verbessern, weil sehr viele Informationen, die ich dem Modell da mitgebe, gar nicht relevant ist für die Anfrage, die ich stelle. Das heißt, man muss einen Mechanismus haben, mit dem man relevante Informationen
identifizieren kann und dann nach Bedarf in das Kontextfenster hereinladen kann. Und ein Mechanismus, der sich tatsächlich gerade auch, sag ich mal, in den letzten beiden Jahren, der sehr, sehr stark auch gehypt wurde, ist das Thema der sogenannten Embeddings. Und zwar ist häufig, wird RAG mit Embeddings gleichgesetzt. Das ist aber schlichtweg falsch, denn es ist nur eine Art von Informationsidentifikationsmechanismus. Und bei den Embeddings ist es so, dass es tatsächlich eine Technologie, die schon lange eingesetzt wird, immer dann, wenn es um die sogenannte semantische Suche ging. Bei der semantischen Suche, anders als bei der Stichwortsuche, wo ich nach einzelnen Worten gesucht habe und immer dann, wenn dieses Wort in einem Quelltext auftaucht, dann wird mir der entsprechende Quelltext gezeigt. Bei einer semantischen Suche ist es so, dass man mit Ähnlichkeiten arbeiten kann. Das heißt, ich kann eine Suchanfrage eingeben und mir werden ähnliche Ergebnisse angezeigt. Das ist im Prinzip auch nichts anderes als bei einer Google-Suche. Hinter der Google-Suche steckt der Knowledge Graph von Google und dieser Knowledge Graph arbeitet unter anderem auch mit diesen Embeddings. Und im Prinzip, vereinfacht gesagt, ist es einfach eine mathematische Repräsentation von Inhalten. Man enkodiert quasi Textabschnitte in Zahlen und kann dann Ähnlichkeiten berechnen. Man kann also sagen, wie ähnlich zwei Sätze zum Beispiel zueinander sind. Das ist dann im Prinzip eine mathematische Berechnung, die durchgeführt wird. Und diese Ähnlichkeit wird dann auch in Form einer Zahl mir ausgegeben. Und wenn ich jetzt Informationen in meinem ganzen Wissensschatz im Unternehmen beispielsweise identifizieren möchte, dann bietet es sich unter Umständen an, tatsächlich mit diesen Embeddings zu arbeiten. Das hat den Vorteil, ich brauche nicht mehr nur über Stichworte zu suchen, sondern kann diese semantischen Suchen auch durchführen. Das heißt, ich brauche nicht genau zu wissen, welche Terminologie jetzt da verwendet wurde in dem Dokument oder Abschnitt, den ich da gerade suche, sondern es reicht, wenn ich etwas formuliere, was einfach eine hohe Ähnlichkeit mit diesem Text hat. Der Nachteil bei Verwendung dieses Systems ist, diese Embeddings müssen berechnet werden. Das heißt, das ist eine rechenintensive Aufgabe, der gesamte Text, den man da hinterlegen möchte in dieser Embeddings-Datenbank, der muss erstmal überführt werden. Und jedes Mal, wenn ich neue Informationen in was auch immer für einer Textform ablege, muss ich quasi weitere Embeddings berechnen. Das heißt, es ist kontinuierlicher, zusätzlicher Rechenaufwand, der dazukommt. Das ist auch der Grund, warum die semantische Suche alleine nicht immer der Schlüssel zum Ziel ist oder der richtige Weg ist. Es gibt auch Ansätze, wo man mit der einfachen Stichwortsuche teilweise sogar bessere Ergebnisse erzielen kann als rein mit Embeddings. In der Praxis ist es im Prinzip immer eine Kombination aus vielen verschiedenen Ansätzen. Und letztendlich, wenn wir zum Beispiel ChatGPT benutzen und ChatGPT im Hintergrund eine Websuche durchführt, ist es letztendlich auch nichts anderes als eine Art, ein Mechanismus der Informationsextraktion, im Prinzip ein Retrieval-Mechanismus. Und was sich jetzt in letzter Zeit immer weiter abzeichnet, sind, dass diese Modelle sehr gut darin sind, Tools einzusetzen. Tools, die von den KI-Laboren fest definiert sind, wie zum Beispiel die Websuche, aber auch Tools, die wir beispielsweise mittels MCP-Protokoll dann an die LLMs anbinden. Dazu hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. Schaut euch das gerne nochmal an, wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet. Und das ist auch der Grund, warum Retrieval Augmented Generation weiterhin wichtig ist. Vielleicht ist der Begriff ein wenig abgenutzt. Nichtsdestotrotz brauchen wir weiterhin das Information Retrieval. Und das ist häufig tatsächlich auch eher der Schlüssel, um diese Technologien im Unternehmenskontext gut einsetzbar und nutzbar zu machen. Denn wenn mir das Modell nicht die relevanten Informationen identifizieren kann, die ich jetzt für meine Anfrage brauche, wird es mir auch keine gute Antwort geben können. Und deshalb wird sehr stark daran gearbeitet. Wir haben in verschiedenen Projekten auch schon mehrfach verschiedene Lösungen aufgesetzt im Kontext des Retrieval Augmented Generation. Und wie ich schon gesagt habe, ist es meistens die Kombination aus vielen verschiedenen Datenquellen, die angeknüpft werden. Das können zum Beispiel auch SQL-Datenbanken sein, wo dann Suche über die strukturierten Daten ausgeführt werden. Und hier ist es wichtig, sich frühzeitig Gedanken über die bestmöglichen Formate zu machen, die man hinterlegen möchte. PDFs beispielsweise finden sich natürlich in vielen Unternehmen. Allerdings ist das nicht unbedingt das beste Format, weil es wenig standardisiert ist tatsächlich. Es ist sehr mühselig, aus einem PDF zum Beispiel nur den Text und die Bilder separat und dann die Bilder zu beschreiben, zu extrahieren.
da gibt es natürlich verschiedene Anbieter und Mechanismen, die das tun. Es ist allerdings, ich sag mal, unnötig aufwendig, wenn wir die Informationen auch in reiner Textform bereitstellen könnten. Das heißt, es wird jetzt immer spannender für Unternehmen, die generative KI nutzen möchten, die Frage zu beantworten, wie wir denn für die Zukunft unsere Informationen und unser Wissen bestmöglich ablegen, bestmöglich strukturieren, damit sowohl Menschen als auch KI-Systeme ideal damit arbeiten können. Und die Sichten auf diese Informationen, ob es jetzt ein PDF-Dokument ist, ob es jetzt eine PowerPoint-Präsentation ist oder ein Word-Dokument, das lässt sich letztendlich relativ einfach aus den Daten, die wir dann sinnvoll abgelegt haben, erzeugen. Das heißt, wir kommen hier in einen Modus, wo wir gar nicht mehr die Dateien notwendigerweise ablegen müssen, die wir hinterher verwenden wollen, sondern die Dateien werden dann on demand vielleicht erzeugt. Wichtig ist, dass die Informationen zugänglich abgelegt sind. Und eine Technologie, die hier sicherlich auch zunehmend spannend wird, ist das ganze Thema der Wissensgraphen. Also ähnlich wie Google es mit dem Wissensgraph verwendet, gibt es natürlich auch im Unternehmenskontext Graph-Datenbanken, die dann verschiedene Ansätze kombinieren und vor allem sehr gut Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Datenquellen darstellen können und über die dann halt dieser Retrieval-Mechanismus vielleicht sogar noch mal mächtiger wird, weil ich eben neben der semantischen Suche oder der Stichwortsuche oder der strukturierten Suche plötzlich auch dieses Relationswissen über die einzelnen Daten habe und so vielleicht deutlich schneller, einfacher und besser das relevante Wissen identifizieren kann. Viele Frameworks bieten auch bereits Mechanismen an, um mit REC zu starten. Wenn man jetzt beispielsweise mit Python arbeitet, kann ich das Agno AGI Framework tatsächlich ans Herz legen. Das ist ein agentisches Framework, mit dem man Agentensysteme bauen kann, das auch sehr viele verschiedene Mechanismen des Retrieval Augmented Generation ermöglicht und wo man sehr klein anfangen kann, sehr einfache, entweder Textdateien, PDF-Dateien oder was auch immer, Wissensquellen hinterlegen kann. Bei PDF, wie gesagt, muss man immer darüber nachdenken. Das Ganze muss dann immer on the fly umgewandelt werden und kann dazu führen, dass die Ergebnisse nicht ganz so gut sind. Aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr guter Startpunkt, um damit anzufangen, wenn man es noch nicht getan hat. Und das Thema ist auf jeden Fall weiterhin, wie gesagt, brandheiß, auch wenn vielleicht einige andere Hype-Themen aktuell eher en vogue sind. Aber schaut euch doch mal an, wie ihr das Thema bei euch in euren Organisationen angeht. Habt ihr damit schon gute Erfahrungen gemacht? Habt ihr damit schlechte Erfahrungen gemacht? Hat es vielleicht noch nicht funktioniert, als ihr es ausprobiert habt? Lasst uns gerne Kommentare zu dem Thema da. Und ich freue mich, wenn es das nächste Mal auch wieder heißt Inside AI. Aber bevor ich euch entlasse, möchte ich euch noch den Tipp geben, doch auch nochmal in unseren Podcast Audetime reinzuhören, wo Roman Dumitrescu und ich technologische Zukunftsvisionen diskutieren, in jeder Folge ein neues Gedankenexperiment uns anhören, wie denn bestimmte Technologien unsere Zukunft verändern könnten. Hört gerne auch da mal rein und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Inside AI.